Hey und willkommen zu einem neuen Vlog. Straight aus dem Bett. Ich glaube, ich habe ein bisschen Mascara unter meinen Augen. Nicht so schlimm. Ich werde gleich ins Bad gehen und duschen. Mich fertig machen. Heute wird ein IKEA-Vlog. Heute geht es für uns zu IKEA. Ich muss eigentlich davor nochmal eben zum DM. Ich hoffe, ich schaffe das noch, bevor Nils zurückkommt, weil dann wollen wir direkt los. Und ich muss mir auch nochmal eben überlegen, final, was ich bei IKEA eigentlich holen möchte. Vielleicht schaffe ich auch heute hier noch nicht meinen ganzen Raum fertig zu planen da hinten und muss dann später nochmal zu IKEA. Aber mal schauen. Ich warte erstmal ab und guck mal, was bei diesem IKEA-Trip bei rumkommt. Aber ihr seid ja dabei. Ich nehme euch ja mit. Ich werde mir jetzt einfach ein YouTube-Video raussuchen, ins Bad gehen. Duschen, ein bisschen entspannen, mich fertig machen. Meine Laune ist heute wieder ganz gut. In den letzten Tagen war meine Laune irgendwie nicht so gut. Deshalb habe ich auch nicht gebloggt. Aber so ist das nun mal im Leben. Manchmal hat man solche Phasen. Und heute geht es mir wieder besser. Also werden wir heute wieder vloggen und ich werde mich jetzt fertig machen. So, fertig mit dem Make-up. Ich glaube, ich habe so einen neuen Alltagslook irgendwie für mich gefunden, den ich momentan immer mache. Wenn ihr Interesse daran habt, dass ich euch mal so meine Lieblingsprodukte davon zeige oder euch allgemein mal meinen Alltagslook momentan zeige, schreibt mal jetzt einen Kommentar mit diesem Emoji irgendwo im Kommentar mit drin. Und ja, dann mache ich das mal. Ich habe mich jetzt fertig gemacht, auch schon meine Haare ein bisschen geglättet und Schmuck umgemacht. Diesmal habe ich mich für diesen hier entschieden. Diese Kette in Kombination mit der hier und das passende Armband, mal Silber heute. Der Schmuck ist natürlich wieder von Purelay, wie es ihr schon von mir kennt. Ich habe diesmal sogar zwei Codes für euch. Und zwar könnt ihr mit dem Code FLOWERMAGGIE eine Woche lang 15% Rabatt auf alles bekommen. Und mit dem Code ALOHAMAGGIE bekommt ihr 50% Rabatt auf die zweite Kette, die ihr kauft. Also wenn ihr zum Beispiel zwei Ketten kauft, dann bekommt ihr 50% auf die zweite Kette. Ich zeige euch das mal. Wenn ihr jetzt zum Beispiel zwei Ketten in den Warenkorb tut, beispielsweise diese hier und diese hier, dann müsst ihr hier nur den Code ALOHAMAGGIE eingeben, anwenden klicken und dann kriegt ihr 50% Rabatt auf eure zweite Kette. Ansonsten, wie gesagt, FLOWERMAGGIE für 15% Rabatt auf alles. Ihr wisst, wie gesagt, ich liebe den Schmuck, ich finde die Qualität super, es gibt eine tolle Auswahl. Ich will auch mich zwingen, mehr Silber zu tragen, weil ich immer so ein Rosé-Gold-Typ bin und irgendwie weiche ich immer nicht aus meiner Komfortzone raus, aber ich möchte es auf jeden Fall mal. Es ist also wirklich für jeden was dabei, Silber, Gold, Rosé-Gold, je nachdem, was ihr natürlich mögt. Es gibt auch wieder voll viele neue Produkte, also schaut gerne mal vorbei. Es gibt zum Beispiel neue Ringe, ganz viele, richtig schöne. Und heute kommt auch eine neue Kollektion raus, und zwar die Aladdin-Kollektion, zusammen mit Disney zur Neuverfilmung. Also quasi, wenn dieses Video hier online geht, an dem Tag, wo ihr das jetzt vielleicht seht, kommt die Kollektion online. Ich werde heute auch mal vorbeischauen und dann mal gucken. Ich freue mich voll drauf, ich bin nämlich auch voll der Disney-Fan. Ich weiß nicht, ob ihr das schon von mir wusstet. In der Infobox findet ihr, wie gesagt, wieder alle Infos, alle nochmal aufgelistet. Schaut gerne mal vorbei und nutzt gerne meinen Code, wenn ihr Lust habt. Leute, ich gucke gerade ein bisschen nach Sachen, die ich später bei IKEA mir anschauen möchte und ich sehe diese Pflanze und eigentlich möchte ich sie haben und dann gucke ich. Es ist nur noch eine davon. Eine da, wo wir hinfahren. Eine. Ah. Verdammt. Hoffentlich ist sie noch da, wenn ich komme. Und eigentlich wollte ich auch so ein bisschen Auswahl haben, weil die sehen ja auch alle ein bisschen anders aus. Aber mal gucken. Wir schauen einfach mal. Aber generell schaue ich jetzt momentan so ein bisschen. Ich wollte ja ein Wandregal noch haben. Und ich weiß überhaupt noch nicht, was für eins. Und ich schaue mir jetzt gerade noch so ein bisschen das an, weil ich habe das Gefühl, ich hätte mal eins rausgesucht. Und ich finde das aber irgendwie nicht mehr. Vielleicht finde ich es gleich noch. Und ja, dann bin ich hoffentlich vorbereitet für gleich, wenn wir losfahren. Angekommen. Ja, ich finde es gut. Das sieht besser aus, wenn die, glaube ich, als wenn die auf einer Seite sind. Längere Tischplatte? Ja. Du wolltest sie irgendwo anders holen, oder? Ja, ja, das muss ich haben. Aber ich kann die ja nicht sehen. Die ist ja nicht. Ja, ja. Die hier?
Sheeran läuft und ich finde es super. Und jetzt kommt übrigens nach einer neuen Kommoden für unter seinen Schreibtisch. Deshalb sind wir in der Schreibtischabteilung. True though. Ich fühle mich hier ein bisschen wie in so einem Sonnenzimmer. Ich sitze hier auf so einem Stuhl. Hi. Kurze Pause während Nils da drüben. Ich kann ihn hier durchs Fenster beobachten. Sich den Schreibtisch anguckt. Er steht auf diese höhenverstellbaren Tische. Tischbeine. Wow. Ich finde irgendwie auch diese Tafeln hinter dir cool. Wir sind bei den Lampen, wir überlegen diese, vielleicht auch diese hier fürs Wohnzimmer, so ein bisschen mehr Lichtquellen, aber ich finde persönlich diese hier eigentlich schöner, jetzt wo ich hier so davor stehe, als die, irgendwie finde ich die nicht so geil. Das ist irgendwie ein bisschen, nee, ich mag die hier lieber, ich frage gleich mal Nils. Wir haben jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde, bis der IKEA zumacht und wir sind noch nicht durch, also müssen wir uns jetzt beeilen. Back im Auto. Wir sind fertig. Ich habe super doll Hunger. Und jetzt warte ich auf Nils. Und er kommt auch schon. Und dann fahren wir los. Fragst du schon wieder Google, wo wir hinfahren? Zeigt er dir die Sache in der Nähe an? Mhm. Können wir mal ein bisschen ausprobieren. Wir haben Hunger. Haben Durst. Sieht so konzentriert aus. So, das ist unsere Ausbeute. Und die zeige ich euch jetzt. Wir sind wieder zu Hause. Ich fange jetzt mal an, alles ins Wohnzimmer zu tragen, damit ich es euch zeigen kann. In einem kleinen Hall. Mal kurz. So. So. Jetzt habe ich alles. Okay, jetzt einmal zum Haul. Es ist tatsächlich einiges gar nicht dabei, was wir ursprünglich kaufen wollten, weil wir mir nicht das Richtige gefunden haben und es uns nicht so ganz gefallen hat und. Wir müssen auf jeden Fall vermutlich sogar diesen Monat nochmal zu IKEA. Aber okay, wir schaffen das. Alles wird gut. Okay, wir beginnen mit dem Offensichtlichen. Diese Pflanze hier ist mitgekommen. Es ist eine Fake-Pflanze, die muss noch so ein bisschen hingebogen werden. Die sieht jetzt noch nicht so aus, wie sie im Endeffekt dann aussieht. Man kann die so ein bisschen biegen und drehen und wenden. Wie ihr schon seht, man kann die so ein bisschen auseinanderziehen und so Zeugs. Ich lasse die mal hinter mir stehen, weil die eigentlich ganz nett hier hinten aussieht. Die kommt ins Schminkzimmer anstelle von der Pflanze, die da jetzt momentan ist, die ja noch echt ist, aber die schon ein bisschen gelitten hat. Und ich wollte auch ehrlich gesagt eine unechte Pflanze dorthin, weil die Katzen, das war zwar keine giftige Pflanze, das habe ich alles gecheckt, aber die haben da so oft dran geknabbert und so. Dann haben wir immer überall Pflanzenzeugs rumliegen gehabt. Dann ganz langweilig. Zwei Glühbirnen. Diese Behälter hier, und zwar vier Stück davon, die sind für die Schublade in, bei uns in der Küche. Da wollen wir so Sachen einsortieren wie so Zwiebeln, Knoblauch, Obst, das nicht in den Kühlschrank kommt. Und einen großen Behälter, auch für dieses Schubfach für Kartoffeln. Dann hat Nils sich noch einen so ein übelst Barista-mäßig aussehendes Kannenteil geholt. Er wollte das irgendwie, glaube ich, benutzen für so Soßen und so ein bisschen multifunktional. Es hat hier so ein, so, damit man das so kippen kann, weil wir sowas noch nicht hatten. Und dann können wir da auch, wenn so Gäste da sind, vielleicht mal so Milch reintun oder irgendwie sowas. Deshalb ist das auch einmal mitgekommen. Dann ein einziges Weinglas. Ich hoffe, das ist das gleiche wie die ich da habe. Ich glaube aber schon. Wenn ihr meinen letzten Vlog gesehen habt. Leute, das ist echt nicht mehr witzig. Ich habe schon wieder ein Glas kaputt gemacht. In letzter Zeit passiert mir das viel zu oft. Warum? Werdet ihr wissen, warum ich das brauche. Dann haben wir noch neue Tassen gekauft. Und zwar
diese hier. Von diesen hier jeweils, glaube ich, 4 und von diesen hier 6. Und zwar für Kaffee, Tee und Co. Ihr kennt es vielleicht, man hat so Tassen angesammelt. Verschiedenst aussehende, verschiedenen Größen und Formen und Farben. Und irgendwie merke ich einfach, wie ich immer zu den gleichen Tassen greife. Und das sind so diese größeren, weil ich einfach immer so einen größeren Kaffee trinke. Und wenn ich Tee trinke, auch ein bisschen mehr Tee trinken möchte. Und die kleinen Tassen benutze ich eigentlich fast nie. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir holen uns mal einheitliche, größere Tassen. Diese hier sind relativ groß. Das ist so ungefähr so die Größe von einem Kaffee bei mir. Und Tee passt da auch sehr gut rein. Und diese hier sind auch noch relativ groß, ein ganz kleines bisschen kleiner. Aber die sehen halt mehr so kaffeetassenmäßig aus. Ich dachte mir, ein bisschen welche, so die so aussehen. Die sind auch sehr zeitlos. Und so ein bisschen welche, die so ein bisschen mehr ein Design haben. Wir fanden auch die Farbe ganz schön. Ich finde, auf der Kamera sieht es jetzt so ein bisschen aus wie so ein Babyblau. In Wirklichkeit ist das so ein bisschen so ein ganz helles, gedecktes Türkis, würde ich sagen. Von diesen hier sind ein paar mehr mitgewandert. Und von diesen Tassen halt, wie gesagt, 4. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Freundinnen zum Kaffee trinken zu Hause habe, dann können wir 3 einheitliche Tassen benutzen. Irgendwie finde ich das schön. Und wir wollten das auch schon länger so haben und mal unsere Tassen auswechseln, weil wir, wie gesagt, voll viele davon nicht benutzen. Wir werden die wahrscheinlich einfach in den Keller tun. Und vielleicht irgendwann mal wieder hochholen, wenn wir wieder Lust auf andere haben. Jetzt kommt gerade ein Haus, der hat gerade auf das Auto geparkt. Dann haben wir einmal diese Lampe hier gekauft. Die sieht einmal so aus. Ich werde die auch mal auspacken. Die ist fürs Wohnzimmer gedacht. Die sieht auf jeden Fall so aus, wie hier auch auf dem Foto. So. Und die, ja, wollen wir hier, glaube ich, irgendwo auf diesen Tisch hier. Obwohl, nee, die soll, glaube ich, da oben hin. Die andere, die soll auf das Regal. Und diese hier soll hier vorne auf den Tisch. Und zwar sieht die einmal so aus. Das ist einfach so eine Leuchtkugel. Einfach nur als zusätzliche Lichtquelle. Die kommt hier vorne auf den Fernsehtisch. Mila beschwert sich schon wieder. Ja. Tada! Das war es tatsächlich. So viel ist es gar nicht geworden. Aber ich freue mich sehr über diese Pflanze. Und ich muss auch sagen, ich habe so ein paar Dinge, da habe ich einfach mal vorgehabt, danach zu gucken dort. Und da habe ich einfach nichts gefunden irgendwie. Ich weiß nicht warum, auf jeden Fall. Müssen wir sowieso nochmal hin, weil ganz viele Dinge haben wir jetzt noch nicht sofort geholt, weil wir uns da noch nicht ganz sicher sind. Aber dann werde ich natürlich wieder mitnehmen. Gibt es noch einen zweiten IKEA-Vlog wahrscheinlich, jetzt bald irgendwann. Wollen wir mal gucken, ob das hier reinpasst. Das haben wir nämlich auf gut Glück gekauft, ob das in die Schublade passt. Hier für diese Schublade sind die gedacht, weil diese Schublade einfach irgendwie immer so voll unordentlich aussieht. Oh mein Gott, es ist sehr knapp. Verdammt, es passt leider nicht alles rein. Ich hatte es gehofft. Irgendwie ist sie schon bei 4 kleiner, als ich sie in Erinnerung habe. Wir haben hier noch 2 weitere. Das passt nicht. Ich habe das irgendwie viel größer in Erinnerung. Du auch? Vielleicht wenn wir die andersrum. So, und dann passt vielleicht noch eine rein. Nicht rein. Nee, das passt nicht. Nee, das passt nicht. So, das sieht doch toll aus. In dieser Tasse. Ich find's gut. Findest du auch gut? Ich find's mega. Ich find's mega. Übrigens, aus dem Restaurant, wo wir eben waren, das war so ein neuer, ich glaube, der ist relativ neu, oder? Nee, nicht ganz so neu. Nicht ganz so neu? Ein bisschen länger da? Naja. So. Oh oh. So, das Licht hier gedingens. Wir haben da 2 Mochis mitgenommen zum Probieren, weil wir es da echt nicht mehr geschafft haben. Ich bin gespannt darauf. Wollen wir die auf deinen Teller tun, um zu schneiden? Ja, würde ich auch sagen. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Die Mochis waren übrigens sehr lecker. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Falls ihr mehr IKEA-Vlogs wollt, gebt auch einen Daumen nach oben und schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann nehme ich euch nächstes Mal auch wieder mit. Schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, wenn ihr Lust habt. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Tschüssi!